Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist der Hauptverantwortliche des Sturms auf das US-Kapitol vor fast 2 Jahren. Das ist die Hauptaussage im jetzt veröffentlichten Abschlussbericht des Kongressausschusses, der den Angriff aufs Kapitol vom 6. Januar 2021 untersucht hat. An diesem Tag sollte der Wahlsieg Joe Bidens über Donald Trump beglaubigt werden. Im Zusammenhang mit dem Aufstand waren damals aber hunderte Personen festgenommen worden. 5 Menschen starben. Und Donald Trump habe, so der Vorwurf, seine Ablösung im Präsidentenamt verhindern wollen. Es war ein Minnetekel für die US-amerikanische Demokratie. Vor knapp 2 Jahren, am 6. Januar 2021, stürmten zum Teil bewaffnete Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump den Sitz des US-Parlaments. Dort sollte der Wahlsieg von Trumps Konkurrenten Joe Biden offiziell verkündet werden. Trump hatte die Menge vorher kaum verhohlen zum Angriff aufgestachelt und später 3 Stunden lang als Präsident der USA tatenlos zugeschaut, wie gewählte Abgeordnete in Todesangst flohen. 5 Menschen starben an diesem Tag. Die Ereignisse vom 6. Januar waren der schlimmste Angriff auf unsere Demokratie seit dem Bürgerkrieg. Und der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Unsere Demokratie ist und bleibt bedroht und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, sie zu schützen. Der Ausschuss hat eine wichtige parteiübergreifende Arbeit geleistet, um die Wahrheit herauszufinden. So können wir sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Fazit des gut 800 Seiten starken Berichts des Kapitol-Untersuchungsausschusses: Donald Trump habe sich an einer kriminellen Verschwörung beteiligt, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 kippen wollte. Damit sei er Teil eines Aufstands gegen die Verfassung der USA gewesen und sollte deshalb von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden. Das hieße dann auch AD-Kandidatur für 2024. Bereits vor 4 Tagen hatte der Ausschuss empfohlen, Trump in 4 Anklagepunkten auch strafrechtlich zu verfolgen. Ob das Justizministerium dem folgt, ist offen, denn die Entscheidung des Ausschusses ist rechtlich nicht bindend. Donald Trump trägt laut Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das US-Kapitol also die Hauptschuld. Und wir können mit unserer US-Korrespondentin Sumi Somaskandar in Washington darüber sprechen. Wie wahrscheinlich ist es denn nach dem Abschlussbericht jetzt, dass Donald Trump angeklagt wird? Es ist auf jeden Fall möglich. 18 Monate lang hat der Ausschuss einen sehr detaillierten Fall ausgearbeitet, der aus seiner Sicht beweist, warum Trump strafrechtlich belangt werden sollte. In diesem Bericht werden Beweise aus Tausenden von Dokumenten, mehr als 1000 Zeugen zusammengetragen. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Trump derjenige ist, der hinter dem steht, was er am 6. Januar 2021 gesehen haben. Aber es ist wichtig zu wissen, wie wir eben im Bericht gehört haben, es ist nicht der Ausschuss selbst, der Anklage erheben kann. Das liegt allein in der Hand des Justizministeriums. Und auch wenn der Ausschuss seinen Fall klar dargelegt hat, hat das Ministerium seine eigenen Ermittlungen durchgeführt, Zeugen befragt. Und wir wissen noch nicht, ob das Ministerium tatsächlich Anklage erheben wird. Es wäre ein absolutes Novum, dass ein ehemaliger Präsident wegen Unterstützung eines Aufstands angeklagt wird. Und auch das wird eine große Rolle dabei spielen, ob das Justizministerium Anklage erhebt. Ja, du sprichst das Ministerium schon an. Schon vor dem Abschlussbericht hatte der Untersuchungsausschuss ja die strafrechtliche Verfolgung des US-Präsidenten in 4 Anklagepunkten empfohlen. Warum hat US-Justizminister Garland da nicht schon längst Anklage gegen Donald Trump erhoben? Weil bei Merrick Garland gibt es eine Menge abzuwägen. Es mag wie ein solider Fall aussehen, aber es gibt hier 2 wichtige Aspekte, die ich gerne nennen möchte. Merrick Garland wurde von Präsident Biden einem Demokraten ernannt. Sollte er sich dafür entscheiden, Trump anzuklagen, muss er auch, ist die Frage da, wird er dann als parteiisch wahrgenommen werden, als politisch motiviert? Und können Sie in einer Anhörung, die im Fernsehen übertragen wird, mit großer Aufmerksamkeit, mit Kreuzverhören von Zeugen und mit republikanischen Abgeordneten, die sicherlich ihre eigenen Zeugen mitbringen würden, einen Fall beweisen? In den USA ist das, wie wir wissen, der strafrechtliche Standard jenseits eines begründeten Zweifels ein sehr hoher Standard. Und das sind offene Fragen, die Merrick Garland prüfen muss, bevor er etwas unternimmt.
So, rechtlich droht Donald Trump also eine Anklage. Politisch sind zudem viele von Trump unterstützte Kandidaten zuletzt bei den Midterms gescheitert. Sind Trumps Präsidentschaftsambitionen in dieser Gemengelage nicht schädlich für die Republikaner? Zunächst mal zu der ehemalige Präsident selber. Es ist sicherlich nicht gut für ihn. Der Ausschuss hat in seiner Untersuchung einige belastende Beweise dafür gefunden, was er in den Tagen vor und am 6. Januar getan oder nicht getan hat. Er ist auch mit mehreren Ermittlungen konfrontiert wegen der geheimen Dokumente zum Beispiel, die er in seinem Haus in Florida aufbewahrt hat, wegen seiner Steuerangelegenheiten im Bundesstaat New York, wegen des Versuchs, die Wahlergebnisse in Bundesstaat Georgia zu kippen. Aber nichts davon hat ihn davon abgehalten, zu erklären, dass er erneut für das Amt kandidieren wird. Und für unsere Zuschauer ist es vielleicht interessant zu wissen, dass die Tatsache, dass Trump ein Gerichtsverfahren drohen könnte, ihn nicht daran hindert, erneut zu kandidieren oder sogar Präsident zu werden. Die Verfassung nennt nur drei Voraussetzungen für die Präsidentschaft. Der Präsident muss 35 Jahre alt sein, in den USA geboren sein und seit mindestens 14 Jahren im Land leben. Also selbst bei all diesen Untersuchungen könnte er immer noch kandidieren und Präsident werden. Und noch ein Punkt. Es gibt eine Ausnahme, das ist eine große Ausnahme. Der 14. Zusatzartikel im Grundgesetz besagt, dass eine Person, die einen Eid auf die US-Verfassung geleistet hat, aber in einem Aufstand sich beteiligt oder Feinden der Verfassung Hilfe geleistet hat, aus dem Amt ausgeschlossen werden kann. Das könnte also in der Tat ein Grund für den Kongress sein, ihn aus dem Amt auszuschließen. Aber zu deiner Frage, der Präsident genießt immer noch sehr viel Beliebtheit in der Partei und auch bei republikanischen Wählern und Wählerinnen. Und deswegen ist das noch nicht ein Gift für Republikaner, dass er tatsächlich noch mal kandidiert.